Wen es interessiert, wie man solche coolen Kissen selber bedruckt für die eigene Wohnung, der bleibt bitte dran. Ich erkläre es gleich im Video, wie ich das Ganze gemacht habe. Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid heute bei diesem Video. Und zwar geht es heute ums Kissen bemalen bzw. auch bedrucken, hier mit so verschiedenen Blättern. Und ich habe mir gedacht, dass es eigentlich ganz cool ist, wenn man so einfarbige Kissen, die ein bisschen langweilig aussehen, sich ein bisschen aufpimpt, indem man einfach selber was dazu macht, individuelle Kissen gestaltet. Und da hat mir meine Oma die Idee gegeben dafür, dass sie früher Vorhänge mit Farn bedruckt haben. Und deshalb war ich im Wald und habe Farn gesammelt und auch noch ein paar andere Blätter. Ich habe die einfach vor ein paar Tagen so gepresst in so einem alten Notizbuch und dann so ein paar schwere Sachen drauf getan. Also, falls ihr das machen wollt, als Tipp wirklich schauen, dass ihr die irgendwie mindestens 24 Stunden, am besten sogar ein paar Tage einfach presst davor, dass die wirklich schön flach sind und auch möglichst trocken, sonst wellen die sich so schnell. Ich werde mir jetzt einfach mal hier diesen Farn nehmen. Zu den Farben noch. Ich glaube, also mit Acrylfarben geht es auch, dass man Stoffe bedruckt, dann ist es nur leider mit dem Waschen nicht so haltbar. Ich habe jetzt hier Textilfarben und würde das einfach mal testen. Da steht dann auch immer drauf, wie man mit denen umgehen soll. Und man macht die mal drauf und dann muss es trocknen und danach bügelt man es nochmal und dann ist es erst richtig fest und dann kann man das Ganze auch waschen. Deshalb sind Textilfarben ganz gut. Ich habe mich jetzt entschieden, glaube ich, ich schaue es mir erstmal an, für so einen dunkelblauen Ton. Und ich habe eben zwei verschiedene Kissenhüllen. Ich habe hier einmal diese helle und einmal hier so eine aus Jeansstoff, die fand ich auch ganz cool. Die haben wir jetzt besorgt, extra neu, aber man kann auch alte nehmen oder sogar aus einer alten Jeans kann man ja auch irgendwie so einen Bezug oder so nähen. Finde ich auch ganz cool, auch hier mit diesen Knöpfen. Genau, deshalb wollte ich hier drauf dunkel drucken und hier dann auf den dunklen Stoff heller drucken. So, was auch noch wichtig ist, schaut, dass ihr euch hier innen rein was reinmacht, so eine große Pappe oder so, die auch die gleiche Form hat, damit ihr hier nicht durchdrückt. Also einfach irgendwas Altes möglichst, dass es eine Ebene einen ebenen Untergrund hat. Im besten Fall bügelt ihr es sogar nochmal davor, wenn nicht, macht ihr es so wie ich. Das wird schon auch funktionieren, glaube ich. So, ich glaube, ich fange jetzt mit dem Farn mal an und ich nehme mir hier einfach so C-Weiß Untergrund und bemale das jetzt einfach mal. Möglichst schnell, damit es nicht dann wieder trocknet unten, weil ihr wollt es ja dann drucken. Und jetzt geht es schon los. Jetzt hebe ich das hier immer hoch. So. Und ich platziere es jetzt einfach richtig hinlegen und direkt dort liegen lassen. Und jetzt nehme ich mir, ihr könnt auch alte Zeitungen oder sowas nehmen. Ich habe jetzt hier einfach so eine Pappe, die ich drüber legen will. Ich nehme hier dazu noch ein Tuch. Schau, dass es nicht bewegt wird. So. Und jetzt möglichst, ihr könnt es auch mit den Händen machen, aber einfach mal schön festdrücken. Ich habe mir jetzt gedacht, ich probiere es nochmal. Ich nehme mir irgendwas Rundes, dass ich das so schön draufwalzen kann. Mal schauen. So, schon mal gut. Hier drückt es schon ein bisschen durch. Ihr könnt es auch, wenn ihr wollt, schon mit dem einfach abnehmen. Oder auch ohne erstmal. Ich schaue mal. Ah, selbst hier jetzt schon ein sehr cooles Muster. Guck mal. So. Und jetzt hebe ich das vorsichtig an. Cool. Ist noch nicht ganz deckend geworden, aber ich finde, eigentlich ist es ziemlich schön geworden schon mal fürs Erste. So, ich mache gleich weiter. Ist eh noch relativ viel Farbe von vorhin gerade drauf. Jetzt pappt er halt nur von beiden Seiten, das ist ein bisschen blöd, aber macht wahrscheinlich auch nichts. So, wieder schauen, dass man ihn gut greifen kann überhaupt. Ihr könnt euch auch Handschuhe anziehen, wenn es euch stört. Von hier will ich jetzt einen hinlegen. Ich nehme mir wieder ein neues Blatt, weil sonst mache ich es wieder dreckig, wenn ich das gleiche drauflege.
und wieder irgendwas, was gerade ist. Ihr könnt auch ein Buch nehmen oder so. Jetzt wieder aufpassen, dass ihr nicht wieder da drauf kommt, wo ihr gerade schon bedruckt habt. So. Oh, jetzt löst sich es gleich mit ab. So. Schön geworden. Könnte fast noch ein bisschen mehr Farbe sein. Ich glaube, dann würde noch mehr drauf sein. Aber man kann auch mit einem kleinen Pinsel sonst das nochmal nachfahren. Der Stoff saugt nicht so gut. Also ihr seht das hier saugt es fast ein bisschen besser. Der Stoff ist wahrscheinlich nochmal so etwas beschichtet oder so. And the next one. So will ich ihn. Einmal drauf. Ich probiere jetzt mal was Neues. Vielleicht geht das so auch ganz gut. Ich lege jetzt einfach mal nur das drauf. Und da kommt schon die Farbe ein bisschen durch. Also vielleicht doch noch mal was oben drauf. Da jetzt aufpassen. Ich kann auch dann da noch mal extra drücken, vielleicht an den Stellen, wo ihr seht, dass die Blätter durchgehen. So. Also an ein paar Stellen ist er schon ein bisschen mehr. Aber ich finde es ganz cool. Also es muss ja auch nicht so ganz deckend sein. Also ich habe jetzt noch ein paar drauf gedruckt und ich komme zu dem Fazit, dass es eigentlich am schlauesten ist, wenn man es einfach drauflegt und dann mit einem Zewa überdeckt und dann einfach mit den Händen an den Stellen, wo die Blätter sind, dann glatt streicht. Ich zeige es hier gleich nochmal. Und dann lege ich es mir hier hin, wo ich es haben will. Schaut, dass die Ecken auch wirklich also richtig rum da liegen. Und jetzt nehme ich einfach so eine leere Seite. Legt die hier drauf und dann drücke ich das so fest, weil dann zieht es auch mehr in die Fasern ein. Also das habe ich bei dem anderen gemerkt, mit diesem harten, mit der harten Rolle oder mit der Farbe drüber rollen, ist gar nicht so sinnvoll. Zumindest bei diesem Stoff. Ich glaube, das kommt auch immer drauf an. Ihr könnt auch gerne erstmal einen Probedruck sonst machen. Ich habe jetzt nochmal mit so einem Art Rose Gold drauf gedruckt. Ich finde, das wertet das Ganze auch nochmal auf. Ist irgendwie ganz schön von der Farbharmonie, sag ich mal, finde ich. Man kann auf jeden Fall noch mehr machen. Ich wollte es jetzt erstmal so lassen. Die Rückseite kann man sich natürlich auch noch bedrucken, aber erstmal muss es jetzt trocknen. Und wenn es ganz trocken ist, ich glaube so nach 24 Stunden werde ich das mal festbügeln und dann ist das Ganze, wie gesagt, auch waschbar. So, dann werde ich jetzt einfach noch mit dem zweiten weitermachen und dann noch mit ein paar anderen Blattarten experimentieren. So. Also wir machen jetzt hier nochmal die gleiche Technik mit ein paar anderen Blättern. Das lasse ich jetzt alles mal ein bisschen schneller durchlaufen, dann seht ihr hauptsächlich das Ergebnis dann gleich. So, also ich habe jetzt hier mein letztes Kissen auch noch fertig gemacht. Und ich finde, es ist total schön geworden. Also mir gefällt es noch besser als das andere. Ich habe da jetzt auch einfach mit so einer weißen Farbe drauf gedruckt. Die ist sogar so leicht transparent geworden, was ich eigentlich ganz cool finde. Und dann habe ich so ein paar Highlights nochmal in Gold oben drauf gedruckt. Passt, finde ich, total gut auch zu den Nähten und weil die Knöpfe ja auch Gold sind. Also das gefällt mir richtig gut. Das ist mein Favorite hier. Und ich habe die jetzt schon mal reingepackt. Die sind schon mal ein bisschen getrocknet. Wie gesagt, bügelt die dann noch, wenn sie richtig getrocknet sind, bevor ihr sie fest bezieht, weil dann könnt ihr sie auch gut waschen. So, ja, aber ansonsten war es das erstmal mit dem Video. Sagt mir doch mal, ob ihr sowas schon mal gemacht habt oder auch wie ihr es findet. Vielleicht macht ihr es hier selber auch mal nach. Und wenn es euch gefällt und ihr mehr so coole, kreative Videos sehen wollt, dann abonniert gerne unseren Kanal. Es kommen noch viele andere, auch DIY-Videos und bisschen was zum Upcyclen und so weiter. Also bleibt dran, bleibt schön kreativ und wir sehen uns beim nächsten Video.